Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 4 von Shapes.io. Wir haben hier die 300 gerissen und wollen jetzt hier unten noch ein paar bunte davon zusätzlich machen. Hier staut sich das Ganze ja noch und wir können dann ja noch ein bisschen Farben dazu mischen, dass das dann klappt, würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Hier ist so ein bisschen eng mit dem Knoten. Ne? Also da müssen wir mal schauen. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's da weiter. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Lilane hier runter, ohne dass wir da, aber da müssen wir hier vielleicht nochmal was machen, dass wir da, ja, vielleicht sind das hier doch zu viele, braucht man gar nicht so viele, die stauen sich da sowieso, ne? Vielleicht sollten wir den hier einfach wegnehmen und mit einem Tunnel dann da drunter her irgendwo anders das noch aufbauen, ne? Ja. Es dauert ewig, bis die Lilanen dann kommen, ne? Müssten wahrscheinlich die Farben erstmal schneller kriegen. Dass wir das vielleicht hinkriegen, oder? Ja, dann machen wir das mal so, dass wir hier die blauen rausnehmen. Geht das hier? Ich glaube eher, machen wir hier hinten, nehmen wir die blauen raus, oder? Wie weit geht denn der Tunnel, wenn ich den hier baue? Ja, der geht bis dahin. Das bedeutet, ich kann hier die blauen wegnehmen. Bau die mal gerade hier so hin. Dann kommen die da oben an, ne? Und da oben sehe ich schon, dass was falsch gelaufen ist. Ich glaube, es geht doch nicht dann, ne? Der Weg war doch zu kurz wahrscheinlich. So, dann machen wir es nach da. Bauen da den Tunnel nach da. So, jetzt geht's auch. So, und von hier aus nehmen wir dann welche runter. Ja. Wo kriegen wir denn den Tunnel dahin, dass das dann da klappt, ne? Vielleicht so nach da. Ja, muss ja, ne? Dann machen wir da erstmal hin. Und der, den schließen wir dann da an. Vielleicht so. Mischt sich ein bisschen. So, dann bedeutet das hier, müssen wir den einfach nur wegnehmen. Ne? Ich baue den da mal raus. Ach so, dass ein Mülleimer den abreißen geht ja anders. Ne? So geht abreißen. So, und dann machen wir den zum Mischer nach da. Den drehen wir mal so. Ja, das ist, glaube ich, richtig, dass wir den so mischen. Und den bauen wir mal so hin und mischen den da an. Den mischen wir dann darüber. So, jetzt sollte da das Lilane kommen. Jo. Wechseln sich jetzt ein bisschen ab oder sowas, ne? Sieht so aus, dass hier was auf jeden Fall funktioniert. Jetzt müsste man gucken, dass man hier irgendwo noch was Lilanes hinkriegt, ne? Also die roten Sachen hier hinkriegt und dann... Gut, auf jeden Fall kommen hier mehr raus. Wir sind schon bei 466, wir gucken mal bei den anderen Sachen hier. Da müssen wir 1000 sowieso von haben, dann ist das durch. Hier müssen wir auch noch mehr von haben. Da können wir gleich mal gucken, wie sich diese Form da weiterentwickelt. Hier, das haben wir noch gar nicht. Die blauen Halben werden aber schon gezählt. Ja, dann lass uns mal gerade gucken. Ne, die laufen hier nicht rein, die laufen da rein. Wie weit sind wir denn da mit dem Mischen von dem Zeug hier? Also das Türkisfarbene kommt definitiv hier schon mal an. Ja, bedeutet eigentlich, dass wir das, dieses Ding brauchen wir schon mal auf jeden Fall.
Nee, der ist falsch. Der Anmaler ist es. Wenn ich den jetzt drehe, ist der falsch rum. Das bedeutet, der muss so rum sein. Ja. Wenn ich den jetzt da nehme, dann ist das schlecht. Wie kriege ich das gemanagt, dass ich die jetzt nebeneinander stelle und die das passend einfärben? Ich glaube so. So. Nee. Das funktioniert dann auch schon wieder nicht mehr, ne? Dann kriege ich den Tunnel nicht hin. Nee, das ist hier schon falsch. Der muss schon hier hin wahrscheinlich, ne? Okay, da ist ein Level abgeschlossen. Du hast eine kompakte Wand des Verteilers freigeschaltet. Der Kombinierer vereint einfach zwei Eingänge zu einem Ausgang. Ah, das ist jetzt schneller dann. Also das ist so ein Mischer, der nur noch ein Feld hat. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also dieses Teil ist dann nicht mehr so groß. Dieser hier ist es dann, ne? Das bedeutet dann, ja, dass das hier nur kleiner wird für uns. Dann müsste man den haben, den könnte man jetzt da drehen und dann so einbauen. Genau. Und die fertig geteilten Dinger kämen da rein und der Anmaler ist da. Wenn die angemalt sind, kommen die dahin. So läuft's. So, jetzt müssen wir nur gucken. Achso, das ist ja jetzt hier auch dieses Teil, was dann kompakter ist. Achso, er führt zusammen. Also trennen ist jetzt nicht damit möglich, oder wie sehe ich das? Nee. Der trennt ja auch, ne? Den kann ich so machen und dann kommt hier auch ein lilaner raus, oder? So, oder? Dann kann ich jetzt hier den hinbauen. Kann das Laufband da hinbauen. Dann kommt die Farbe da rein. So. Jetzt kommt die Farbe da rein. Jetzt brauche ich noch diesen Tunnel wieder. Der das auf die Seite bringt, richtig? Ja. Dann brauche ich den Anmaler. Da. Jetzt sollten die da hinkommen, ne? So, jetzt brauche ich den Zusammenführer wieder hier. Ne, der war da falsch. Ich wollte den auswählen. Den auswählen. Dreh den. So hin. Dann kommt der dahin und läuft, oder? So, und dann brauche ich den anderen, der mir hier welche vom Band nimmt. Und dann von da nach da verbindet, ne? So, und dann werden die eingefärbt. So, und dann brauche ich noch einen, der wiederum das gleiche da macht und mir die da nach da bringt. So, jetzt sollten die alle bunt werden, oder? Also einer geht durch, das ist jetzt aber nicht schlimm. So, dann kommen da mehr von denen rein. So, ach so, die brauchen wir jetzt hier auch nicht nur bei der einen Aufgabe hier, sondern auch bei der anderen Aufgabe, die jetzt hier läuft. Sehr schön. So, nochmal gucken. Die laufen noch rein, die brauchen wir noch. 125, dann ist das durch. Ja, und dann müssen wir uns bei den anderen Formen noch drum kümmern. Jetzt warte mal.
Ja, hier kommen auch rote rein. Sollte man hier das rote noch rausnehmen? Dann wäre das mit dem Ding zu machen, ne? Okay. Dann wäre das jetzt so machbar. Und hier würde ich jetzt den dahin bauen. Dann einen Tunnel nach da machen. Dann kommen die Kreise da an. Dann würde ich jetzt den Anmaler da hinbauen, der da ist. Da kommt so ein Teil zum Zusammenführen hin. Der ist es. So ist er richtig. Der kommt so darüber. Der kommt dahin und baut das dahin. Und jetzt kommen rote da auch noch schneller rein, oder? Ja. Wunderbar, haben wir das auch. So, jetzt müssen wir nochmal schnell gucken. Die 30 Stück davon brauchen wir noch, dann kriegen wir ein Upgrade. Das geht ja jetzt zügig. Und dann gucken wir, was danach angesagt ist. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Und Upgrade. Okay, jetzt kommt so ein Teil dahin. Das kann ich auch noch nicht basteln. Das heißt, wir müssen den machen und müssen mal nach dem gucken, was wir da noch machen können. Zoomen wir mal raus. Gibt es diese Form denn irgendwo? Die ist es nicht. Ach, guck mal, hier unten ist auch so eine Form. Ach, die Formen gibt es in verschiedenen Formen. Ich dachte, wir müssten die irgendwie auseinanderschneiden und wieder zusammenkleben, aber das muss man wohl gar nicht. Oder doch? Ich weiß nicht. Diese komische Windmühle habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. Wo ist denn jetzt hier eine Windmühle? Boah, die ist meilenweit weg wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich habe ich sie jetzt schon übersehen. Noch sehe ich sie nicht. Tausend verschiedene Teile, aber das, was ich brauche, ist nicht dabei. Er ist riesengroß, die Spielfläche, ne? Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja. Gibt es hier eine Suche? Und wo sind wir vor allem jetzt? Ja, welche Taste muss ich drücken? Drück M, um ein Menü aus einem Blickwinkel oder Rechtsklick, um eine Markierung auf einem Menü zu erschaffen. Ja, der Hub ist da unten. Aha, da, so ganz klein. So, jetzt müsste ich mal ein bisschen näher erstmal ranzoomen und hoffen, dass wir hier in der näheren Umgebung noch was haben. Ja, ist nicht. Das sind diese Sterne, die brauche ich aber gerade nicht. Der ist das auch nicht. Der ist es auch nicht. Die sind das auch nicht. Ja, wo kriege ich diese Form denn her? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Die muss man dann tatsächlich doch bauen, ne? Hier ist so ein Teil dran. Ne? Aber mehr auch nicht. Mehr finde ich jetzt nicht. Vielleicht kommen wir gleich wieder zu unserem Hub, weil es eine Kugel ist, diese Spielwelt. Ja. Ich sehe es nicht. Hm.
Linksklicke, drücke M, um eine Markierung zu setzen. Kann ich denn hier auch auf den Hub klicken und ich komme dahin? Ja, sehr schön. Ja, gut, dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Nee. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Doch. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.